Schnabbi. Emmy. Wow, das war ein Spaß. Ich melde mich, wenn ich nächstes Mal ein Rennen organisiere. Ja. Tu das. Danke. So, Magnesi. Magnesi Boy hier. Jetzt werden wir seine Zeit unterbieten und kriegen dafür auch nochmal wieder voll Kohle und dann können wir, ja weiß ich nicht, Spaß haben können wir dann. Spaß. Oh, guck mal, ein Kopf. Ey, der war hinter einem anderen her. Fahren Sie langsamer, okay. Ja, wo bist du denn? Ich sollte noch langsamer fahren. Ich habe mich auch noch verfahren. Oh, Scheiß. Warte, ich muss auf die andere Seite. Ich kann gleich weitermachen. Muss hier rüber. Ciao. Soll ich mal gucken, hab jetzt vielleicht... Na, ich habe jetzt gerade keine Bock auf Straßensperren. Auf Stasi-Sperren habe ich jetzt gerade keine Lust. Ich will jetzt nicht wieder hier rumdümpeln wie so ein... Ja, weiß ich nicht, was dümpelt denn herum? Und schon sind wir weg. Wir sind da gerade geil hochgekommen, ne? Nur mal so an... Ich wollte es nur mal anmerken. Ich wollte es nur mal anmerken, dass wir da gerade geil hochgekommen sind. Gebe ich jetzt nochmal wieder Nitro, weil wir sollten ja langsamer werden. Hat er uns ja gesagt. Wir sind viel zu schnell. Hilfe, ich fliege weg. So. Ist nicht hier auch gleich Eddie, Gordos? Kriegen wir eigentlich Eddies Auto, wenn wir das hier geschafft haben? Ich glaube schon, oder? Soweit wie ich das bis jetzt so gesehen habe, kriegen wir nämlich Eddies Auto und diesen komischen Skyline-Gedöns-Tüdelkram da. Das ist ja, heißt halt einfach Wahnsinn. Natürlich, er stellt sich erstmal wieder falsch rum. Hey, Amy! Hey, alte Schweinebacke! Wahrheit oder Pflicht? Du hast Pflicht. Tune deinen Wagen und teste ihn. Die Gänge müssen passen und du brauchst eine gute, glatte Gerade. Also los! Bis später, Mann! Boah, da habe ich jetzt aber Bock drauf. Was will die? Erreiche 322 Stundenkilometer. Okay, das ist schon gar nicht mal so leicht. Das ist gar nicht mal so leicht. 322 Stundenkilometer ist nicht leicht. Aber hier, ne, hungrig wie ein Manticore. Okay, darauf haben wir hingearbeitet. Brich dein Rekord. Ja, feier mich an, du komischer. Was will denn die Kamera im Scheinwerfer? So, wo muss ich lang? Achso, hier lang, okay. Wie viele Checkpoints gibt es? 41? Wo kommst du denn her, Junge? Oh Mann, naja gut, das kriegen wir hin. Ich glaube da fest an uns. Ja, ist das hier ein Rennfahren und Erster werden und so ein Kappes? Oder ist das einfach so fahren? Nee, also auf jeden Fall die 322 Stundenkilometer, die kriegen wir nur schwer erreicht, muss ich sagen. Also die kriegen wir jetzt schon schwer erreicht, nur mit dem Wagen hier. Das ist schon gar nicht mal so einfach. Es wird Zeit für einen Lamborghini, würde ich sagen. Ja, wenn ich das Geld hätte, ne? Und da ich den Wagen hier nicht verkaufen will, wird das nicht so schnell was. Und ich habe irgendwie Angst, Nakai Sans Wagen zu verkaufen. Den haben wir jetzt die ganze Zeit in unserer Garage rumstehen und den will keiner haben. Genauso wie den, Origin BMW, den haben wir ja mal so bekommen halt, geschenkt. War anfangs ganz gut, aber im Endeffekt, oh, wir fahren schon 344, okay. Es ist auf jeden Fall sehr schwer, 322 Stundenkilometer zu erreichen. Oh, wir haben, das hat gezählt. Ach, cool. Amy, ich habe gerade keine Zeit für dich, Mausebäckchen. Ich muss hier Rennen fahren, weißt du? Cool, das hat sogar gezählt. Also war es scheißegal, was wir für eine Aufgabe machen. Hauptsache, wir fahren einmal über 322 Stundenkilometer. Soweit, wie ich das jetzt verstanden habe. Geil. Schön. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Warte, was ist denn? Ich habe doch gar nichts. Ich bin völlig vorschriftsmäßig 300 Stundenkilometer gefahren. Zeig mir ein Schild, wo drauf stand, du sollst hier keine 300 Stundenkilometer fahren. Das steht hier nämlich nicht, genau, ja. Müsst ihr euch auch mal einsehen, doch. So, erstmal wieder Kette geben. Ja, wir sind schon wieder entkommen. War jetzt nicht so spektakulär. Ich hab schon wieder den Tod vor Augen gesehen. Der stand schon wieder mit seiner Sense und seinem Kutte.
Der trägt ja kein Kleid, der trägt ja eine Kutte. Ich meine, wie würde denn der Tod in einem Blümchenkleid aussehen? Da wird ja keiner mehr Angst haben. Oder würde man extrem Angst haben, weil der, weiß ich nicht, haarige Beine hat oder so als Biest. Was weiß ich denn? Wieso auch nicht, weil ich hier laber? Ich laber hier, um zu gewinnen. Das sind meine Anfeuerungssachen. Easy going, Alter, easy going. Okay, das war wirklich, also 30 Sekunden, also das war wirklich, ja. Du bist voll abgegangen, Mann. Poste mal dein Beat von der Dashcam. Darf ich nicht, das ist hier verboten. Entschuldigung. So, Speed war super, Outlaw war auch super und Schrauber war auch super, weil wir so schnell gefahren sind. Oh, 30 Stundenkilometer. Ah, du darfst schneller fahren, das Schild ist weg. Gut. Spike, hast du gesehen, wie das geht? Ups. Ihr habt dir deine Motorhaube verbeult, ne? Ich fahr mal weiter. Das ist keine Fahrerflucht, das ist ja eine Fahrt. Okay. Das ist mein Wagen, cool. Und da biete die Zielzeit im Zeitfahren. Und da biete Magnus neuen Rekord. Haben wir das nicht gerade gemacht? Achso, schon was Neues wieder. Sicher nicht. Oh Gott, das wird aber bestimmt eine doofe Route da. Okay, wo ist denn Amy Farrah Fowler? Hier unten. Wir machen dann erstmal das Zeitfahren mit Amy. Und fahren dann mal den Magnus-Zeitfahrer und dann gehe ich wieder vielleicht auf den Driftwagen und dann machen wir ein bisschen Manu und Robin und ja. Ne, wir wollen hier ja auch alles mitnehmen. Ich versuche ja wirklich alles mitzumachen. Drum, hier muss ich gegenfahren. Ah, jetzt verstehe ich. Oh, guck mal, wir werden verfolgt. Aber der kriegt es nicht hin, um die Kurve zu fahren. Die Pfeife. Da sieht man wirklich, wie gut wir eigentlich sind. Wenn man die anderen Pfeifen hier fahren sieht, erkennt man erst unsere wahre Schönheit in Sachen Autofahren. Natürlich in Sachen Autofahren. Was für Sachen denn sonst? Eure Gedanken schon wieder sind, das ist unfassbar. Immer nur ferkelig. Immer nur ferkelig. Das finde ich gut. So. Fahren wir hier rüber, weil ich muss ja nicht immer unbedingt, ich bin falsch. Ich wusste, dass ich so falsch fahre. Aber ich wollte nur hier lang fahren, weil dieser Weg wesentlich angenehmer ist und ich trotzdem da ankomme, wo ich hin will. Was? Level 1? Achso. Oh, Polizei. Hallo. Ja, ich könnte es ja versuchen, ne? Aber. Ah, weißt du, nee, der ist schon so weit weg. Der ist schon so weit weg mit der kriegt das ja nicht auf die Kette, irgendeinen zu verfolgen. So, hier müssen wir hin. Wir bleiben mal hier stehen. Hey, scheiße, der hat uns. Sieh in den Ford, genau da anhalten. Wo, hier? Wo? Wo bist du denn überhaupt, Junge? Ach, Mann. So, hier lang. Und hier lang. Schon sind wir weg vor dem. Schon sind wir weg. Schon wird er uns nie mehr wiederfinden. In seinem ganzen kleinen Kopfleben nicht mehr. So. Amy. Amy Schnamy. Guck, sind wir sogar schon gleich da. Und da können wir sogar noch ein hübsches Foto machen von uns. Oder von der Umgebung hier. Von. Oh, nee, haben wir schon fertig. Okay. Kein hübsches Foto. Wir haben heute leider kein Foto für dich. Ja, schade, okay. Und da bietet es die Zielzeit mit Zeitfahren. Es regnet. Ein scheiß Wetter hier, muss ich sagen. Es ist ein scheiß Wetter. Der Motor wird nass. Warum habe ich da kein Regentuch drüber? So, Melissa. Melissa, was ist denn? Melissa, warum rufen die immer an, wenn ich rennen fahre? Hier, hallo, quatsch mich voll. Ja. Das geht los? Ich bin aber gerade gar nicht da. Wie kann es denn losgehen, wenn ich nicht da bin? Ihr wartet doch immer auf mich. Weil irgendjemand muss ja gewinnen bei euch, ne? Und wenn ich nicht dabei bin, gewinnt keiner. So, der LKW ist hier ein bisschen ungünstig gehalten. So, jetzt aber. Geh mal weg da. So, der Elki. Elki. Das ist ein Elki ist ein alkoholischer Elch. Hatte ich das schon mal gesagt? Ein Elki ist ein alkoholischer Elch? Ich weiß das nicht mehr. Auf jeden Fall gebe ich hier jetzt Kette.
So, Vorsicht. Vorsicht. Oh Gott, wir sind so schnell. Ich hab so Angst. Ich hab so Pipi in der Hose, wenn wir so schnell fahren. Vor allem habe ich Angst um meine Reaktion. Weil meine Reaktion ist ja allgemein bekannt, dass ja scheiße, ne? Siehst du ja. Wobei es war, der war jetzt gar nicht mal so schlecht. Naja, eigentlich war es total kacke, weil wir alles. Lässt du diese Gymkhana-Sache sauten oder was? Nein. Ich fahr grad ein Rennen. Also bei dir hängt schon alles, ich brauch nichts hängen lassen. Die Leute stören auf jeden Fall schon, weil die möchten unbedingt mit uns fahren. Oh, haben wir es geschafft? Wow, das war knapp. Das war knapp gewesen. Schneller als der Schallmann, Respekt! Fistbump. So. Crew war wirklich zauberhaft. Ein Kaktus. Nochmal? Oder was wollte Amy jetzt? So, was haben wir denn hier jetzt? Da ist nochmal wieder Spike. Amy ist gerade... Wo ist denn die? Wo ist denn die Alte? Amy? Amy? Amy nicht da, okay. Dann suchen wir uns mal Spike raus und fahren den Spikey hier. Dann wollen wir mal. Will er ein Rennen mit uns? Sollen wir mal? Na komm, das machen wir jetzt mal. Habe ich was gemacht? Ja, keine Ahnung. Ja, weiß ich nicht. Keine Ahnung. Ich habe eigentlich Sprintrennen gedrückt, aber irgendwie wollte der nicht so ganz. Vielleicht hat er auch abgelehnt gedrückt. Ich weiß es nicht. Kann man ablehnen drücken? Ich habe das noch nie gemacht. Ich bin so völlig verwirrt. Aber der hat eh keine Chance. So geil wie der kann er nicht gegen Wände fahren. Das kommt, wenn man die Augen nicht im Straßenverkehr hat. Sondern sich lieber Verkehrs im Internet anguckt, auf diversen Seiten. Ne, da, so kommt das nämlich. So, auf jeden Fall fahren wir jetzt erstmal nach Spike und unterbieten Magnus Zeit und dann wieder Amys Zeit und dann Jürgens Zeit und dann die von denen da und den von da und da und oh, die werden Zeiten unterboten. Oh, was ist das denn? Was ist das denn? Was ist denn das? Was bist du? Urbex-Punkt ansehen. Okay. Wahnsinn. Ein Wassertank. Toll. Wow. Ich war noch nie so geflasht. Ja, wir sehen uns. Schnurzelbär. Honigschnütelchen. Warum muss ich mich eigentlich an Amy ranmachen? Naja, weil Robin ja vergeben ist. An Spike. An Spike, Alter, ganz ehrlich. Da muss ich da, weißt du, das da bin ich richtig selbstmordgefährdet bei, wenn ich dran denke. So, aber wir wollen uns wieder ein bisschen konzentrieren und uns nicht von der Beziehung ablenken lassen, die Robin und Spike miteinander rummachen. Weil das ist nicht gut fürs Gemüt. Ich muss randalieren. Und 30er-Schild, warte, damit wir auch schneller fahren dürfen. So. Ich sehe kein 30-Schild. Und wenn ich es nicht sehe, dann ist es auch nicht durch. Stadtraserei. Und da bieten es Magnus neue Rekorde. Mach dich bereit, Mann. Es geht los. Ja, ich bin bereit. Ich bin sowas von breit, Alter. Das kannst du dir gar nicht vorstellen, wie breit ich bin. Was los? So, Spike, mach mal erstmal mit deiner kleinen Gurke da Platz, ne? Deinen komischen BMW-Mist. Weißt du, den will sowieso keiner fahren. Keiner möchte BMW fahren im Leben. Ja, ich hasse BMW. BMW ist doof. Auto. Und BMW-Auto sind doof. Jetzt habe ich es gesagt, jetzt ist es raus. Dislike. So, hohoho, lololololo. Oh, guck mal, der fährt auch doof. Ob der auch jetzt gerade Spike fährt? Oder fährt er einfach nur Assi? So, wir müssen die Zeit unterbieten. Könnte leicht werden. Könnte aber auch hart werden, weil das hier oben so eine Geschnuffelzeit ist.
So. So. Ich hasse das, in den Bergen zu fahren bei diesen engen Kurven, ne? Also das ist, da bin ich wirklich kein Fan von. Ich mag meine Kurven weit und ja, groß halt. Weit und groß. Groß weit, so und etwa, ja. Genau. Ihr wisst ja, wie ich das meine. Ich brauche das ja nicht anders sagen. So, Vorsicht. Ja. Warum sage ich eigentlich immer Vorsicht, bevor ich irgendetwas umfahre? Warum beschäftige ich mich lieber mit dem Wort Vorsicht, dass ich das sage, anstatt auszuweichen? Man weiß es nicht. Das sind die Mysterien von mir. Boah, heute labert er echt viel Scheiße, muss ich sagen. Heute ist er wirklich echt anstrengend. Der Dorbinator. Was für ein Pilli? Garbage? Garbage Day? So. Platz da. Ja, das kriegen wir auf jeden Fall locker hin, die Zeit zu unterbieten. Wenn man mal sieht, da vorne ist das Ziel und wir haben noch 40 Sekunden. Ja, fast 40 Sekunden. Da ist das schon echt easy. Easy peasy schneezy. Kreuz und quer alles weggesmashed. Samuel Smash! So, Speed war super, Style war, ja, Crew ist auch toll und ja, ist klasse, super toll. Sehr gut. So. Müssen wir jetzt noch eine Magnussen-Zeit unterbieten oder was geht ab? Nee. Es wird auf jeden Fall keine angezeigt. Das ist schon mal... Wo sind wir denn überhaupt? Ach da. Dann können wir da ja Amy. Fahre das Zeitrennen. Ja, mache ich doch glatt, Amy. Okay, okay. Ist schon gut, aber nicht so wie er es gemacht hat. Hey, hörst du das? Hörst du, was Manu sagt? Unser Lauf hat nicht gezählt, Mann. Das meinte ich nicht. Ich sagte, Magnus ist den Lauf mit einem Wagen mit vielleicht 250 PS gefahren. Wenn's reicht. Ach, was soll's. Die Neider wollen uns nur alles wegnehmen. Das hat nichts mit Neidern zu tun, Bro. Hey, die Leute reden. Machen's dir nach. Aber ich finde, wenn du wirklich Eindruck machen willst, dann mach's wie er. Mit einem Wagen unter 250. Das alle. Na gut, du willst es so, du kriegst es. Mann, du raffst es nicht. Ich halt zu dir. Ja, klar, verstehe. Vergiss es einfach. Ich ruf dich später an. Ja, bis später. Yo, glaubst du das? Die wollen uns fertig machen. Das, was wir geschafft haben. Die wollen unter 250, kriegen sie. Keine Ahnung, was mit dir ist, aber ich fahr den Lauf nochmal und zeig's denen. Bis später, Mann. Aber doch nicht unter 250 km/h. 200 ist. Und. So, nochmal. Aber doch nicht unter 250 PS. Das ist ja Wahnsinn. Mit was soll ich denn fahren? Mit einem Trabanten? Welches Auto hat denn hier unter 250 PS? Warum fahre ich so scheiße? Ich bin einfach schockiert. Wir fahren hier, haben hier gerade 400 PS und da waren. Gut, da fehlt noch 40 Sekunden, aber trotzdem. Ich habe doch kein Auto, was so wenig PS hat. Oder? Ja, juhu, einfach. Na, ja, weißt du denn. Dann versuchen wir es nochmal mit den Straßensperren. Erstmal rammen wir den mit voller Karacho. Ich fahr Auto. Warum fragt er mich, was ich da mache? Will er mit mir ausgehen? Nee. Ich bin manchmal selbst sehr verwirrt, wie ich hier fahre. So, Mister. Warum gehen die Autos nicht kaputt? Ich wünsche, die würden hier auch so explodieren wie bei Most Wanted. Also die Autos von den Cops, nicht meiner. Wobei, der explodiert ja. Was muss denn der Hot Wheel Wagen denn denken? Bumm. Lalalala. Ich verliere jetzt im Kreis. So, wir sind jetzt bei 2. Ich guck mal hier schnell bei den Cops hoch. Hallo. So, einmal Hallo gesagt, weil wir so harte Typen sind. Und jetzt gucken wir mal, ob irgendwo eine Straßensperre auftaucht. Vielleicht haben wir ja Glück. Oder kommen die irgendwie zeitlich gesehen? Ich weiß es echt nicht. Ich weiß nicht, wie die Straßensperren hier jetzt auftauchen. Eine haben wir ja gesehen. Durch Zufall aber auch nur. So, ich will den jetzt loswerden. Und hier oben werde ich den nicht los. So, und tschüss.
So, dann hauen wir jetzt mal wieder ab, weil in den Bergen werde ich den garantiert nicht los, deswegen fahre ich jetzt hier lang. So, und schon sind wir weg. So,